Ich war auch im Regional in Stuttgart und habe beim Pokémon TCG mitgespielt. Das war tatsächlich das allererste Regional, wo ich jemals da war. Ob ich gewonnen habe, ob ich Day 2 gekommen bin oder komplett versagt habe. Aber zuerst mal zur Vorbereitung vom Turnier, und zwar musste ich entscheiden, welches Deck ich spiele. Meine Wahl fiel ganz klar auf Miraidon, weil ich Miraidon schon seit über einem Jahr spiele. Beziehungsweise ich spiele Miraidon schon, bevor Miraidon überhaupt draußen war. Ich habe nämlich damals Elektrobox gespielt mit mehreren Vati, die einfach das Raichu aufladen, dann einfach alles one-shotten können. Und als Miraidon EX angekündigt wurde, war ich so, ey, das ist ja perfekt für mein Deck. Seit dem Moment bis heute spiele ich immer noch Miraidon. Ich habe mir die Matchup-Spreads so angeguckt, dachte mir, eigentlich kann Miraidon ziemlich alles besiegen, deswegen, ich fühle mich confident damit. Aber dann muss ich natürlich gucken, wie ich das Ganze baue. Ich wollte ein bisschen was umbauen am Deck, weil ein paar Sachen mir nicht mehr so gut gefallen haben. Ich habe zuerst die Peony-Variante probiert, die einfach super aggressiv ist. Man discardet alle Karten aus der Hand und holt sich zwei Trainerkarten aus dem Deck. Vorzugterweise Runde 1 ein Kampf-EP-Pass, damit man sich Miraidon EX und Cravaloro bzw. Mew raussuchen kann, um Karten nachzuziehen. Und ein Generator für Energiekarten. Er ist eine super schnelle, aggressive Variante, die darauf baut, Eisenhand EX so früh wie möglich hochzubekommen, damit man mit Ampu Very Much oder Amplifizierter Dank, der deutsche Name klingt einfach unglaublich schlecht, so früh wie möglich zwei Preiskarten gegen One Prizer holen kann. Oder man lädt einfach Miraidon auf, um, keine Ahnung, andere Pokémon, die zwei Preise geben, zu besiegen. Aber nach Testen dachte ich mir, ich bleibe bei der Standardvariante, einfach weil die konstanter ist und mir einfach besser gefällt. Aber ich habe trotzdem ein bisschen gestruggelt, weil als wir im Hotel angekommen sind und Testgames gemacht haben, hat einfach nichts mehr funktioniert. Ich habe Generatoren gefailt, ich habe nichts gezogen, ich habe 9 Supporter im Deck, die halt Karten ziehen können oder halt mehr Setup geben können. Ich bin an nichts rangekommen, nicht mal ein Befehl vom Boss. Und ich war ein bisschen frustriert, weil ich mir dachte, das kann nicht sein, dass das Deck jetzt auf einmal nicht mehr funktioniert. Aber ich hatte im Endeffekt nicht mehr wirklich was am Deck geändert, habe die Deckliste abgegeben und dann ging es am nächsten Tag los. In der Halle angekommen, habe ich mich natürlich erstmal umgeschaut und habe mir bei einem Kartenstand 2 Karten geholt. Einmal Aquana VMAX Alternativ aus der Aquana Premium Kollektion und Shadow Rider Calyrex aus der Trainergalerie. Der ganze Aufbau und die Aufmachung war ziemlich cool. Ich meine, vor allem, wenn man in die Halle reingeht, erstmal sieht, wie viele tausende Tische da stehen, wo alle Leute einfach spielen. Was schon ein geiles Gefühl. Aber dann ging's endlich los. Runde 1 hat gestartet und ich musste direkt gegen einer der schlimmsten Matchups ran. Glurak EX. Glurak EX ist ein ziemlich schwieriges Matchup für Miraidon, einfach weil das so viele KP hat und es ziemlich schwierig ist für Miraidon, es zu besiegen. Und Glurak one-shottet nach einem einzigen KO alles von Miraidon EX. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass mein Deck das besiegen kann, also war ich trotzdem ziemlich confident. War auch tatsächlich null nervös, obwohl es mein erstes Regional war, was mich ziemlich überrascht hat. Aber ja, wie gesagt, ich war ziemlich confident, dass ich halt trotzdem gewinnen kann. Dann fing das Spiel an, mein Gegner ging erster und er hatte einen ziemlich krassen Start. Lumanda lag vorne, er spielt einen Kampf-VIP-Pass raus, die kann man nur in der ersten Runde spielen, sich zwei Basis-Pokémon aus dem Deck suchen, die auf die Bank legen und holt sich halt noch einen Bidiza und einen Glumanda. Er beendet damit die Runde, weil man ja Runde 1 keine Supporter spielen kann, wenn man erster ist. Dann habe ich mein typisches Miraidon-Setup gemacht, habe mein Raikou aufgeladen, habe ein paar Pokémon auf die Bank gelegt, ein paar Energien verteilt mit elektrischen Generatoren und dann ist Lumanda besiegt. Damit ich Glurak aber nicht direkt besiegen kann, habe ich ein Amulett der Tapferkeit in Raikou angelegt, damit ich halt einen Hit überleben kann und es Glurak schon mal anschwächen kann. Dann geht es in Runde 2 für meinen Gegner und die Hand war überragend. Er hat einen Sonderbomb und Glurak auf der Hand, kann es direkt zu dem Phase 2 Glurak entwickeln, dann die Fähigkeit nutzen, 3 Feuerenergien aus dem Deck an seine Pokémon anlegen und hat schon mal den krassen Tank draußen. Außerdem hatte er noch Bidifas auf der Hand, womit er direkt noch weitere Karten ziehen konnte. Das war schon ziemlich brutal, aber in den letzten 3 Karten auf der Hand war einfach noch der Nirgendwo-Sauger. Damit kann man eine Toolkarte oder Stadiumkarte aus dem Spiel entfernen und damit konnte er mein Amulett der Tapferkeit einfach entfernen. Das heißt, dass das Glurak dann genug Schaden macht. Den Glurak macht für 2 Energien 180 Schaden plus 30 für jede vom Gegner genommene Preiskarte. Da ich das Lumanda besiegt hatte, macht das genau 210 Schaden. Er zieht noch ein paar Karten mit Bidifas rauf und besiegt dann meinen Raikou. Das sieht schon mal ziemlich schlecht aus, weil ich muss irgendwie noch 5 Preiskarten holen und das Biest steht da schon. Und nach ein bisschen hin und her habe ich dann das Game gescoopt, also aufgegeben, damit wir in Game 2 gehen, weil ich ja keine Möglichkeit mehr gesehen habe zu gewinnen. Aber ich dachte mir, wir haben noch sehr viel Zeit auf der Uhr, das heißt, einfach weitermachen. Game 2 fängt an und er geht wieder erster, hat wieder ein Glumanda mit einem Kampf-VIP-Pass auf der Hand. Holt sich dann wieder ein Bidita und ein Glumanda auf die Bank. Dachte mir so, okay, das ist wieder ein ziemlich guter Start vom Gegner, aber mal schauen. Runde 1 habe ich wieder mein typisches Setup gemacht. Ich habe Raikou gesetup, Pokémon auf die Bank gelegt, dies, das. Aber nicht angegriffen, da ich kein Amulett der Tapferkeit hatte, weil mich sonst Glurak direkt KO'en kann. Was ich aber gemacht habe, ist, Schneegipfelpfad hinzulegen, damit Glurak sich keine Energien aus dem Deck suchen kann, wenn es sich entwickelt. Da alle Fähigkeiten von Pokémon mit Regelbox, also
V-Karten, EX-Karten, strahlende Pokémon und so weiter, dann keine Fähigkeiten mehr nutzen dürfen. Mein Gegner fängt seine zweite Runde wieder an und hat wieder Bidifas auf der Hand mit einem Nirgendwo-Sauger, um mein Stadion zu entfernen. Und wieder Sonderbonbon Glurak auf der Hand und konnte direkt das Lumanda weiterentwickeln. Das war halt wieder ein überragender Start für meinen Gegner, aber ich dachte mir so, ja okay, ist doch in Ordnung, dass Raikou wird ja nicht direkt geone-shottet. Dann hat er drei Karten mit Bidifas nachgezogen und den Befehl von Boss reingezogen, womit er direkt mal Mew EX aus der Bank nach vorne ziehen konnte und einen Knockout holen konnte. Das waren einfach beide Male ein perfekter Start für meinen Gegner und ich habe mich ziemlich verloren gefühlt. Allerdings sah es für mich gar nicht so schlecht aus, wie ich dachte. Wir haben ein bisschen weitergespielt, es ging ein bisschen hin und her und dann kam irgendwann die Situation, dass er nur noch ein Phoenix-SV mit zwei Feuerenergien dran hatte, vier Feuerenergien in Ablagestapel und zwei in den Preiskarten. Glurak spielt meistens acht Energien. Das heißt, er hatte keine Energiekarten mehr, um anzugreifen. Das heißt, alles, was ich hätte machen müssen, ist so oft halt anzugreifen, bis ich das Spiel gewinne. Die einzige Option für den Gegner da zu gewinnen ist, die Superangel zu ziehen, Energien ins Deck zu mischen und damit die mit Glurak wieder anzulegen. Das Deck von meinem Gegner war noch ziemlich gefüllt, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass er Superangel zieht, war schon sehr gering. Allerdings hatte damit Bidi fast eine einzige Karte nachgezogen und es war die Superangel. Und das Spiel war halt vorbei. Im ersten Moment habe ich mich ziemlich geärgert, dass ich halt direkt 0-2 verloren habe. Aber andererseits dachte ich mir, ich habe halt nicht wirklich durch Spielfehler verloren, sondern halt wirklich einfach durch eine Situation, dass ich einfach wenig machen konnte. Ich meine, das Deck ist ein schwieriges Matchup ohnehin schon, aber dann gegen so eine perfekte Hand, da kann man halt einfach nicht viel machen. Bevor ich zur Runde 2 komme, wollte ich noch eine Sache erwähnen. Wir sind da tatsächlich zu 8 hingefahren und 6 von uns haben gespielt. Ziel war, dass mindestens eine Person von uns Day 2 kommt. Ob das jemand von uns geschafft hat, erfahren wir dementsprechend später. Ganz kurz, wenn euch das Video gefällt, dann gebt gerne einen Daumen hoch. Ich habe vor, so ein Recap nochmal fürs Dortmund Regional zu machen, deswegen, falls ich irgendwas verbessern kann, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Weiter geht's mit dem Video. Aber weiter geht's zur Runde 2. Da habe ich gegen Lost Box gespielt und das Matchup, da habe ich mich eigentlich ziemlich gut gefühlt durch Eisenhand. Game 1 habe ich dann ziemlich gut gewinnen können, weil ich mit Eisenhand dann mehrere Knockouts für zwei Preise genommen habe und bei ihm halt leider zwei Superangeln in den Preiskarten war. Sonst hätte er theoretisch ein Comeback starten können mit dem Kyogre aus Celebrations. Denn das Kyogre hat für drei Energien die Attacke, dass man die fünf obersten Karten vom Deck runterlegt auf dem Ablagestapel und auf zwei Pokémon 50 Schaden pro abgelegte Energie macht. Und das heißt im Miraidon-Matchup, dass man vier Preiskarten in einer Runde holt. Mit Lost Box kriegt man den Schaden von 250 mit 5 Energien sogar ziemlich konstant hin. Lost Box kann ziemlich schnell durchs Deck gehen. Und sobald man bei 0 Karten angekommen ist, spielt man den Energy Recycler und eine Superangel, legt durch Mirage Gate Energiekarten an Kyogre an, benutzt dann die Attacke von ihm und holt halt die Knockouts. In Game 2 kam ich leider nicht wirklich voran und am Ende hat das Kyogre dann 4 Preise genommen und das Spiel für ihn entschieden. Also ging es zu Game 3. Game 3 startete ziemlich bescheiden. Ich habe nämlich 3 elektrische Generatoren gespielt, bei denen man halt die obersten 5 Karten des Decks anschauen kann und bis zu 2 Elektronen die Karten, die man drin findet, an seine Pokémon auf der Bank anlegen kann. Und in den ersten 3 Generatoren habe ich genau 0 Energien getroffen. Das war schon ziemlich ärgerlich, vor allem wenn meine Liste ohnehin schon mehr Elektroenergien spielt als die Standardliste. Aber das wäre nicht mal schlimm gewesen, weil mein Eisenhand war dann irgendwann gesetupt und ich hätte nur noch 2-mal mit Eisenhand angreifen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Alles, was ich hätte machen müssen, ist, nach der Forschung des Professors, einer meiner 3 Tauschkarten zu finden, die noch alle im Deck waren. Leider habe ich keine einzige Tauschkarte gefunden und das Eisenhand konnte nicht angreifen. Hätte auch nur ein einziger der 3 Generatoren auch nur eine Energie getroffen, hätte ich mein Pokémon, was vorne lag, zurückziehen können und mit Eisenhand angreifen können. Aber ich habe weder eine der 3 Tauschkarten gezogen, noch einen Generator gehittet und so konnte ich mit Eisenhand nicht angreifen. Und das Kyogre konnte das Game am Ende dann leider cleanen. Hätte ich da mit Eisenhand angreifen können in der Runde, wäre das Spiel tatsächlich vorbei gewesen. Aber so starte ich tatsächlich 0-2 in das Regional. Ich war davon ziemlich niedergeschlagen, weil ich mir dachte, ich habe eigentlich gut gespielt, aber es hat einfach trotzdem nicht gereicht, einfach aufgrund von Pech. Aber ich hatte theoretisch noch eine Chance auf Day 2. Denn um Day 2 zu kommen, muss man von 9 Spielen 6 gewinnen, 2 verlieren und 1 Unentschieden haben. Dann ist man garantiert in Day 2. Und ich hatte schon 2 Niederlagen, das heißt, ich durfte nicht mehr verlieren. Dann ging es zur Runde 3 und ich hatte ein Miraidon-Mirror-Matchup. Miraidon-Mirror-Matchups sind relativ simpel. Im Prinzip der besser zieht,
gewinnt. Wenn ein Spieler Setup durchbekommt und der andere nicht, dann war es das im Prinzip. Weil es one-shottet sich gefühlt alles in dem Deck gegenseitig. Und es geht halt wirklich darum, wer schneller setupen kann. Game 1 war dann halt ziemlich unspektakulär. Da lag nur ein einzelnes Eisenhand. Die Runde wurde an mich übergeben. Ich habe Miraidon gesetupt. Das Pokémon Go Zapdos rausgelegt, wodurch Basis Elektro-Pokémon 10 Schaden mehr machen und das Eisenhand gewone-shottet. Und in Game 2 kam mein Gegner leider nicht wirklich gut raus. Mein Setup stand aber, das heißt, ich habe einfach die ganze Zeit Knockouts genommen, der Gegner konnte nicht wirklich antworten und das habe ich dann 2-0 gewonnen. Runde 4 war dann gegen Mew. Mew ist ein hartes Matchup für Miraidon, einfach weil Mew auch wieder so tanky ist, alles one-shotten kann. Super konstant ist und Runde 1 halten, Schneegipfelpfad legen kann. Aber Game 1 verlief dann folgendermaßen. Er hatte ein Mew auf der Bank, er hatte leider kein anderes Basis-Pokémon, hat aber einen Schneegipfelpfad gelegt. Das heißt, ich konnte kein Cravaloro nutzen, kein Mew nutzen, kein Miraidon nutzen. Und hat die Runde an mich übergeben. Das Gute ist, ich spiele trotzdem einen einzelnen Kampf-VIP-Pass im Deck. Einfach damit ich Runde 1 mit Pepper, die Cravaloro und Miraidon-Kombination halt auf die Bank legen konnte. Die habe ich in dem Fall ja nicht gebraucht, weil, naja, Schneegipfelpfad. Also habe ich Pepper gespielt, mir einen Miraidon rausgesucht und noch ein anderes Pokémon rausgesucht und noch einen Waldsiegelstein, damit ich auf Raikou V die Faustabfähigkeit nutzen kann. Der Waldsiegelstein funktioniert hier trotzdem, weil es nicht auf dem Pokémon direkt drauf liegt, sondern auf einer Itemkarte. Und den Tausch hatte ich auch schon auf der Hand. Das heißt, ich konnte alle meine Ressourcen dafür nutzen, das Miraidon zu setupen und es dann nach vorne tauchen. Das hat dann auch geklappt. Nach 2 Generatoren und dem Hand Attachment habe ich 3 Energien auf Miraidon bekommen und Game 1 beendet. Game 2 verlief es auch ziemlich gut für mich. Ich habe relativ schnell viele KOs genommen. Und irgendwann hatte der Gegner nur noch Genesect auf der Bank liegen und konnte halt wirklich nichts mehr machen. Dann habe ich Runde 4 dementsprechend auch 2-0 gewonnen. Dann gab es erstmal eine Mittagspause und mir wurde von mehreren Leuten gesagt, dass es um 2 Uhr weitergehen würde zu dem Zeitpunkt. Es war irgendwie, ich glaube, 23:30. Und die Zeit habe ich dann genutzt, um nochmal mich ein bisschen umzuschauen. Habe mir ein paar Einzelkarten angeschaut, habe mir dann das wunderschöne Celebi V alternativ gekauft und dann irgendwann um 11.55 Uhr auf mein Handy geschaut und dann gesehen, oh, es geht schon weiter. Dann bin ich halt schnell zum Tisch gerannt, dann hatte die App noch irgendwie rumgespinnt, beziehungsweise das Internet war zu langsam, um mir den richtigen Tisch anzuzeigen. Und dann kam ich zu spät zu meinem Game 5. Da ich über 5 Minuten zu spät war, hat mein Gegner automatisch Game 1 gewonnen. Und wenn es zu einem Unentschieden kommen würde, gewinnt mein Gegner automatisch. Also es kann kein Unentschieden geben. Ich habe das einfach hingenommen, weil ich eh schon die Hoffnung auf Day 2 so ein bisschen aufgegeben hatte, weil ich halt noch so viele Spiele gewinnen musste. Aber dann ging das erste Game oder beziehungsweise das zweite Game los. Und er zeigt mir Baudian EX. Und ich war im Inneren wirklich so, oh mein Gott, ja, das ist das eine Matchup, wo ich relativ schnell 2 Spiele gewinnen kann. Game 1 war relativ knapp. Es ist auch ein sehr aggressives Matchup. Erst nehme ich irgendwie Knockout, dann Baojian oder andersherum. Und es geht halt eigentlich im Prinzip immer so weiter. Es geht wirklich darum, einfach schnell viele KOs zu holen. Aber in Game 1 hat ihm ein paar Ressourcen gefehlt und ich konnte Game 1 für mich entscheiden. Und Game 2 war einfach nur brutal für ihn. Er hat mich erster gehen lassen, ich habe Cravaloro auf die Bank gelegt, ich habe super viel setupen können mit insgesamt 2 Generatoren, 4 Energien aufs Feld verteilen können und noch den Schneegipfelpfad gelegt, damit Baojian keine Energien aus dem Deck suchen kann und mit strahlenden Quadus auch keine Karten ziehen kann. Und nachdem er ein schwieriges Setup hatte, habe ich relativ schnell viele KOs genommen und auch Game 2 für mich entschieden. Das heißt, obwohl ich zu spät gekommen bin und Game 1 verloren habe, habe ich es doch geschafft, mit dem 2-1 rauszugehen und das noch vor Timeout. Der Gegner war aber auf jeden Fall ziemlich cool, weil er es ziemlich sportlich genommen hat. Aber ich bin trotzdem auf jeden Fall stolz, dass ich das trotz der Niederlage halt für mich entscheiden konnte, das Best of 3. Dann ging es weiter mit Runde 6 und das war dann gegen Roaring Moon. Was auf jeden Fall sehr cool war, ich habe 6 verschiedene Decks innerhalb von 6 Spielen gesehen. Das ist auf jeden Fall echt krass und zeigt, wie divers die Meta ist, was auf jeden Fall eine gute Sache ist. Runde 1 war wieder relativ unspektakulär. Der Gegenspieler konnte da wirklich nichts machen, außer im OP-Kunde Energie dran zu legen und zu passen. Dann habe ich das typische Miraidon-Ding gemacht, mit Raikou gesetupt und das halt KO'd. Und Game 2 war einfach der Wahnsinn. Normalerweise ist Miraidon vs. Roaring Moon auch ein ultra-aggressives Matchup. Es verläuft im Prinzip wirklich stumpf so, dass jede Runde irgendwas schnell genockoutet wird, um halt im Price Race zu gewinnen. Es gibt selbstverständlich Variablen, wie zum Beispiel die Ancient Energy Capsule, die halt Roaring Moon 60 KP dazu gibt, damit es nicht gewone-shottet werden kann. Gleichzeitig habe ich aber Amulett der Tapferkeit, wodurch ich nicht gewone-shotet werden kann. Beziehungsweise kann ich Roaring Moon one-shotten mit Frenzy Gouging. Problem ist, dann geht Roaring Moon auf 90 KP runter und wird halt auch wieder gewone-shotet. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr schnelles und aggressives Matchup. Aber wir sind dann nach ein bisschen hin und her einer sehr komischen Situation gelandet. Ich hatte nur noch eine Preiskarte übrig und mein Gegenspieler 2. Und das Problem war, ich konnte keins seiner Roaring Moons one-shotten. Aber Roaring Moon konnte auch keins meiner Pokémon besiegen, da kein
ein Stadium im Spiel war und Calamity Storm nur 100 Schaden anrichtet. Problem daran war, dass meine One-Prizer, Zeraora und Zapdos, über 100 KP haben und schon mal die Roaring Moons anchippen konnten mit ein bisschen Schaden, damit Miraidon es finisht. Und das Problem in der ganzen Situation war halt einfach, dass wir irgendwie stuck waren. Ich brauchte einen Fluchtzeit oder Befehl vom Boss, um One-Prizer vorzuziehen und das direkt zu KO'en. Aber wenn der Gegenspieler einen Befehl vom Boss bekommt, kann er einen Two-Prizer vorschicken und das Game dann auch beenden an der Stelle. Aber wenn wir einen richtigen Angriff starten mit einem unserer Main-Attacker, verlieren wir das Game an der Stelle. Aber wie gesagt, Miraidon konnte nichts one-shotten. Und ich hatte einen One-Prizer da liegen, den er nicht einfach angreifen konnte, weil er sonst einfach direkt verliert. Durch den Chip-Damage, den meine One-Prizer schon auf den Roaring Moons verteilt haben. Also kam es zum wahrscheinlich längsten Miraidon vs. Roaring Moon-Match aller Zeiten. Wir saßen da wirklich für ungelogen 10 bis 15 Runden, haben einfach nur geguckt, einen Befehl vom Boss ranzukommen. Und wenn wir das nicht gemacht haben, haben wir halt abgegeben. Dann war ich dran, ich ziehe eine Karte, oh, kein Befehl vom Boss. Okay, gut, Zeraora, 30 Schaden. Dann ging es weiter. Pokestop gespielt, da ja, zum Glück kein Boss discarded, irgendwas anderes gezogen, kein Befehl vom Boss. Okay, abgegeben. Und das ging die ganze Zeit so weiter, bis die Roaring Moons dann irgendwann so wenig KP hatten, dass sie halt alle durch den Miraidon-Hit KO'd werden. Das heißt, die letzte Runde für meinen Gegenspieler stand an und leider war da kein Befehl vom Boss dabei. Also konnte ich meinen Zapdos zurückziehen und mit Miraidon das Game finishen. Wie gesagt, das war das längste Roaring Moon Miraidon Game, was ich jemals hatte. Wir haben das fast 40 Minuten lang gespielt. Das war auf jeden Fall krass. Aber da auf jeden Fall Props an den Gegner. Das war einfach super lustig zu spielen. Wir haben uns die ganze Zeit ein bisschen über das Game und über die Meta unterhalten. Und im Endeffekt gegen Ende angefangen halt zu diskutieren, wer was überhaupt machen kann, bis wir dann beide zur Lösung gekommen sind. Ey, der Erste, der einen Boss zieht, gewinnt. Beziehungsweise war er ein bisschen auf dem Timer und ich halt nicht. Und wir haben halt echt ziemlich viel gelacht. Das war echt ein super tolles Game. Und selbst wenn ich das verloren hätte, ich wäre absolut nicht mad gewesen, weil es einfach voll lustig war. Ich muss mir überlegen, du sitzt in einem Regional, man guckt sich das Board an und beide wissen genau, ey, man kann einfach nichts machen ohne einen Befehl vom Boss. Aber gut, nachdem das gewonnen war, habe ich mich ziemlich gut gefühlt. Ich habe mich von 0-2 auf 4-2 zurückgespielt und ich dachte, ich habe eine Chance. Und dann kam auch Runde 7 und ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben gegen Relaxo Stall gespielt, denn ich habe sie im Online noch nie gesehen und auch lokal nie dagegen gespielt. Das heißt, ich wusste nicht genau, was ich machen muss. Problem ist, mein Miraidon-Bild war ein bisschen anfälliger gegen Relaxo, weil ich nur 3 Tauschkarten und einen Nirgendwo-Sauger habe. Ziemlich wichtige Karten in diesem Matchup, denn Relaxo sorgt dafür, dass man halt das Pokémon nicht zurückziehen kann. Und wenn man halt ein Pokémon vorne hat, was nicht angreifen kann und man auch nicht zurückziehen kann, dann verliert man halt, weil man halt Deckout geht. Das heißt, ich habe erstmal geguckt, dass ich halt keine schwachen Pokémon da habe und wenn ich ein schwaches Pokémon ziehe, dass ich das vielleicht mit dem Hyperball direkt discarden kann. Dann ist dann eine Weile erstmal nichts passiert und dann kamen irgendwann die Banditenschwestern. Mit denen konnte sich die obersten 5 Karten meines Decks anschauen und beliebige Items discarden. Leider hat er mit der ersten einen Fluchtteil von mir erwischt und mit der zweiten Banditenschwestern den Nirgendwo-Sorger. Beides extrem wichtige Karten in dem Matchup. Dann waren meine Ressourcen halt irgendwann verbraucht und meine einzige Chance wäre es gewesen, noch die letzte Energiekarte zu ziehen, damit ich Befehl vom Boss einsetzen kann und auf ein Pokémon, das nicht Relaxo ist, und dann mein Pokémon zurückziehen kann. Problem ist, die letzte Energiekarte war in den Preisen und damit habe ich leider das Spiel verloren. Da Relaxo-Stall-Games häufig sehr lange dauern, hatte ich auch keine Zeit mehr für nächstes Game und habe das dann verloren. Dann stand ich 4-3 und hatte leider keine Chance mehr auf Day 2. Ich war aber trotzdem ziemlich zufrieden, wenn ich bedenke, dass ich 0-2 gestartet bin. Dann kam Runde 8, ich habe nochmal gegen Lost Box gespielt. Das war das erste Mal am Tag, dass ich ein Deck zweimal gesehen habe. Das ist auf jeden Fall eine gute Quote. Und das lief deutlich besser für mich. Ich habe beide Spiele sehr früh Eisenhand gesetup bekommen, früh viele Preise nehmen können und auch gegen seine Two-Prizer immer eine Antwort parat gehabt. Und das habe ich dann ziemlich gut 2-0 gewonnen. Dann war es schon relativ spät, ich stand 5-3 und dann habe ich mir noch was erklären lassen. Wenn man 5-3 steht, ergibt es keinen Sinn, das Spiel auszuspielen. Das ist besser, wenn man mit dem Gegner ein Unentschieden ausmacht, weil dann kriegen beide Championship-Punkte, anstatt dass nur einer Championship-Punkte bekommt und der andere gar keine. Vor allem, wenn man 6-3 steht, kriegt man kaum mehr Punkte, als wenn man 5-3 einsteht. Also habe ich mit dem Gegner gesprochen und der hat gesagt, ja komm, lass ein Unentschieden machen. Er war müde, er hatte auch keine Lust mehr zu spielen. Haben wir ein Unentschieden gemacht und ja, so ist das Regional dann vorbeigegangen für mich. Stand 5-3-1, ein Win vor Day 2 entfernt und wenn ich bedenke, dass ich 0-2 gestartet bin, dadurch, dass ich halt wirklich unlucky war, bin ich ziemlich zufrieden mit der Leistung auf jeden Fall. Vor allem, weil ich die ersten 2 Games halt wirklich nicht durch Misplays verloren habe, sondern halt wirklich einfach durch
kein vorhandenes Glück. Also alles in allem war ich mit der Leistung zufrieden. Natürlich trotzdem ärgerlich, dass ich nicht Day 2 geschafft habe. Aber für mein erstes Regional war es definitiv in Ordnung und auch eine super gute Erfahrung. Leider war es dann so, dass 3 aus unserer Gruppe 5-3-1 standen, also genau einen Win for Day 2 entfernt. Aber es hat uns, denke ich, auf jeden Fall gute Motivation gegeben, um im Dortmund abzureißen. Shoutouts gehen auf jeden Fall raus an Annabelle, Kim, Fabian, Marcel, Tüni, Melli und Janina, dass wir gemeinsam das Wochenende beim Regional verbracht haben. Es war auf jeden Fall eine geile Zeit und hoffentlich fahren wir auch nach Dortmund zusammen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick auf die Spiele geben, die ich hatte, und ich wollte einfach nur ein bisschen drüber erzählen, weil ich einfach super hyped drüber bin, es einfach ein geiles Event war und ich halt einfach das mit euch teilen wollte. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr auch beim Regional am Start wart oder nach Dortmund vielleicht fahrt, und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao.